liebe Kunstfreunde. Ja, beinahe wäre ich gar nicht hier. Denn ich habe heute Morgen die Tür aufgemacht, da ist mir so eine Hitzewelle entgegengeschlagen. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, nee, bei dem Wetter gehe ich nicht auf die Vernissage. Aber meine Gattin meinte, wäre vielleicht doch ganz gut, wenn ich mitkomme. Bin ich halt hier. Aber umso mehr weiß ich eure Anwesenheit zu schätzen. Umso mehr weiß ich, dass es nicht so einfach ist, sich aus dem Garten herauszuscheren bei dieser Hitze. Und ich möchte mich wirklich schon mal jetzt bei euch allen bedanken. Warte mal. Oh, Kickekack, jetzt guckt euch das mal an. Was haben wir jetzt gemacht? Ich habe mir so viel aufgeschrieben, jetzt habe ich den EM-Spielplan hier in der Tasche. Also da ist doch irgendwas schief gegangen. Ja, habt ihr Glück gehabt, dann wird's kurz. Ne, ich habe den EM-Spielplan hier. Ne? Ja, eigentlich zu meinen Bildern möchte ich erstmal gar nichts sagen. Jetzt möchte ich mich erstmal, damit ich das überhaupt mich mal bedanken. Und zwar beim Georg Irben, beim Stefan Wolters für die nochmal fast liebevolle Aufnahme. Ich habe mich direkt schon nach unserem ersten Gespräch absolut wohlgefühlt. Beim Olaf für die netten Worte. Dann bedanke ich mich bei meinem Freund Lothar, der mir beim Aufbau geholfen hat. Mein Kumpel Sigi ist nicht anwesend, aber bei meinem Bruder Klaus bedanke ich mich auch. Er hat mitgeholfen beim Transport vom Stern nach hier, von dem absolut sinnfreien Kunstwerk. Also war richtig klasse. Ich möchte auch gar nichts zu meinen Bildern sagen. Die, die mich kennen, die wissen, dass es in vielen Bildern ein Hintergrund steckt, den ich dann auch erklären kann. Aber das kann ich euch so erklären. Ich bin ja noch ein Weilchen hier. Ne, die Ausstellung ist auch länger geöffnet und ich habe auch, ich habe zwei Termine festgemacht, und zwar den 14. und den 21. Juli. Wenn dann jemand noch mal eine ganz spezielle Frage hat, dann bin ich hier auch anwesend von 16 bis 18 Uhr an zwei Donnerstagen. Natürlich bin ich auch sonst jederzeit erreichbar. Wie gesagt, zu meinen Bildern gar nichts, aber ich möchte mal kurz auf meinen Titel eingehen. Entspannung. Ich habe nichts Neues gemacht für diese Ausstellung. Ich wollte es auch jetzt nicht Retrospektive nennen. Und mir kam ganz plötzlich in den Sinn, direkt als ich den Publikumspreis gewonnen hatte, war mir sofort der Titel Entspannung. Den habe ich dann so ein bisschen so kreiert, wie ihr das so seht, auf der Einladungskarte. Ist doppelsinnig. Und zwar Entspannung einmal im Sinne von relaxen, das heißt entspannen. Es gab Zeiten, ich war 35 Jahre auf Hütte, es gab Zeiten, die dann doch sehr, sehr, sehr anstrengend waren, wo man auch wirklich 24 Stunden die Zeche nicht aus dem Kopf gekriegt hat. Da habe ich dann, wenn ich Zeit hatte, habe ich mich auf mein Motorrad gesetzt und habe irgendwann gemerkt, du liegst hier in Schräglage mit den Knien auf der Erde und denkst am Püt. Das ist doch nicht mehr normal. Und als ich dann mit der Malerei anfing, kam irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt hast du 5 Stunden gemalt und überhaupt nicht an die Zeche gedacht. So entspannt ist die Malerei, oder nicht nur Malerei, ob man Skulptur macht, überhaupt, wenn man sich kreativ mit der Kunst beschäftigt. Das ist praktisch diese Sache mit dem Relaxen. Und das Rote auf der Karte, Spannung, wer selber malt und selber kreativ ist, wird das wissen, es ist total spannend zu malen. Nicht bei jedem Bild, aber es sind viele, viele Bilder, wo man lange, lange daran arbeitet und im Grunde genommen sagt, jetzt fehlt noch der letzte Kick. Und mit diesem letzten Kick schafft man das entweder tatsächlich, den letzten Kick da reinzubringen, oder man versaut alles. Und das ist total spannend. Ne? Darum ist diese Doppelsinnigkeit Entspannung. Ja, und das war's. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich bin da, fragt mich, was ihr wissen wollt. Ne? Dankeschön, bis bald.